nämlich nur noch den Hauptquest im Orient. Wo waren der? Und hier gibt es schön viele Dragoner drin. Ja, richtig. Oh, es gibt also hier drin gibt es eigentlich nur Dragoner und Spinnen, glaube ich. Vielleicht gibt es auch ein paar Ichtiere, das weiß ich gerade aber nicht. Ich meine schon. Ich glaube, es geht sogar hoch. Ja. Immer geht es über den Baumstumpf. Oh, nee, doch nicht. Ja. Eine Höhle. Ja, da gehen wir nicht rein. Das muss ich nicht. Dann ist nichts. Das ist gleich hoch, ne? Ja. Hier. Nein, über die Brücke. Die Brücke ist hier hinten. Hier ging es doch rüber, Mann. Ja. Wo bist du? An der Brücke. Gut, dass du wartest. Ja, wenn du nicht kommst, ich hab dir gesagt, hier geht's lang. Die Spinnen waren noch im Leben. Du bist einfach weitergelaufen. Ja, ist richtig. Mach das auch. Da haben wir das Halbrunnen. Und hier haben wir jetzt auch wieder einen klar gemachten Weg eigentlich. Ja, und die Werkstatt ist wird hügeliger. Und da sind Dragoner! Wie ich sie hasse. Ah, wunderbar. Und auf alle wirkt Beutestudium durch meinen Speer. Und wenn Beute schon aktiviert ist, ich kann es gerne nochmal sagen, dann erleiden diese Viecher mehr Schaden. Und zwar erheblich mehr. Schreien. Dorn. Nein, Magier, ich nicht. Diese Magier, ich hasse diese Magier. Diese Magier sind absolut schlimm. Moment, ich nehme sogar mal den Dornenschrein. Gegen die Viecher kann das gut sein. Ja. Oh nein. Kein Dragonerheld, das ist bitte ein Witz. Oh, stirb. Das sind zwei Dragonerhelden. Das ist zweimal derselbe, oder? Nee. Das sind aber zwei Dragonerhelden auf einmal. Aber wie der eine macht mit Blitzen, ich bin Dauer gestunt. Ja, ich sehe das. Ich hau ja Dauer drauf. Essenz. Also Leute, das ist ja echt nicht mehr witzig. Zwei Dragonerhelden. Ich hatte glaube ich vorher noch nie einen Dragonerhelden. Ich glaube ich auch nicht. Aber direkt zwei auf einmal, nur weil wir nie einen hatten. Dieses LP steht unter keinem guten Stern. Diese ganzen Soundfehler, diese Dragonerhelden. Ist es etwa ein schlechtes Omen? Werden wir etwa gegen Typhon verlieren? Stimmt sogar. Stimmt. Aber, na, mal gucken. Ja, egal. Hier ist der Teleporter. Und. Ja, von hier aus ist es nicht mehr weit. Dann. Ja, aber wir gehen jetzt noch weiter, weil hier ist noch kein Heilbrunnen. Das ist richtig, aber man kann sich immer hinporten. Egal. Der nächste Heilbrunnen ist. Wir können den Leuten ja mal einen kurzen. Wieso, der ist doch jetzt hier drin? Ach, stimmt, der ist direkt da drin. Ich meine schon. Ja, also wir laufen jetzt noch bis zum nächsten Heilbrunnen und dort wird die Aufnahme beendet und dann. Erwartet uns das Finale. Ich denke, es dauert noch eine halbe Stunde bis Typhon. Ungefähr Spielzeit, würde ich sagen. Ne? Obwohl, so lange. Aber vorher müssen wir auf jeden Fall noch. Obwohl, so lange auch nicht mehr, ne? So lang ist es da drin ja gar nicht. Wenn man richtig durchläuft, nicht. So, hier ist der Heilbrunnen. Wir haben den Berg Wusao gefunden, wie uns die Hauptaufgabe mitteilt. Ja! Ist witzig. Ja, es wird jetzt interessant, es wird episch. Ja, an dieser Stelle frage ich dich wie immer, ob du noch letzte Worte hast. Nein. Gut, und ja, habe ich letzte Worte? Ja, ich denke schon. Also, ich fand, es war wieder sehr schön, die Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich möchte nochmal anmerken, dass ich fand, dass der Berg Vitun und die Umgebung und der Hintergrund alles sehr schön dekoriert war. Also nochmal Daumen hoch, die ITU. Tolle Arbeit. Freue mich auf Titan Quest 2. Ich hoffe, das kommt. Und dann vielleicht nochmal so 3-4 Add-ons, Leute. Von mir ist auch DLCs. Wäre doch schon schön. Oder hierfür vielleicht nochmal eine Erweiterung. Man weiß es nicht. Naja, bevor ich jetzt hier dann die ganze Zeit schwafel, sage ich doch mal lieber, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit sage ich Tschüss.